beschreiben. Ein wunderschönes Fahrzeug. Porsche 911er in goldmetallig. Ja, damals in den 70er Jahren waren die Farben noch anders wie heute. Heute schwarz, silber, grau, alles Trieb. Und damals gab es noch goldmetallig oder wie hier dieses wunderschöne Gelb, wie wir da hinten sehen. Und hier Porsche im Rennsport drin. GT sogar, Wahnsinn, GT. Ja. Hier der Porsche GT. Ja, es ist einfach ein Traum hier auf der Retro Classic. Hier sehen wir einen Pagode ohne Dach. Also mit, die hatten da so ein Pagodendach. Das könnte man extra bei Mercedes bestellen. Deswegen Pagode. Die Pagode-Baureihe, eine sehr beliebte Serie in den 60er Jahren von Mercedes-Benz. Und hier auch aus den 60er Jahren, der Mini, allerdings kein Auto für mich, mit meinen 1,85 Meter komme ich hier leider nicht rein, genauso wenig wie in diesen wunderschönen 356er Porsche. Ja, was wäre mein Traumauto auf der Retro Classic? Frau Helms. Ja. Welches Traumauto haben Sie? Mein Traumauto? Naja, eigentlich ein VW Bus, aber ich habe ihn ja schon, sag ich mal. Und dein Traumauto? Natürlich ein Porsche, was sonst? Porsche, ja, nur einer auch. Also ich, deiner auch ein Porsche, ne? Porsche, ja. Die meiste. Porsche. Ja, Porsche. Oder? Ja, Ferrari ist auch nicht schlecht. Ja gut, bei Ferrari und Porsche zahlt man auch einiges an Geld, ne? Also gibt viele Traumauto, was ich gern hätte. Auch hier ein Traumwagen mal außerhalb von Porsche. Der BMW 507, gezeichnet von Graf von Götz. Ein Traumauto, wie ein BMW in den 50er Jahren hatte, als Cabriolet. War damals ein Riesenerfolg, brachte aber BMW auch an den Rande der Pleite. Aber ein sehr schönes Auto, wie man hier sieht, vier Speichenlenkrad damals. Wurde in den 50er Jahren gebaut, 507 V8. Wie gesagt, Graf Götz war der Designer und daneben haben wir einen wunderschönen Maserati.